Ein neuer Tag, ein neuer Taler. Dieses Mal hoffentlich ein paar mehr. Wir sollten erstmal gucken, was um unser Hunger so besteht. Ja, wir sind hungrig. Nachvollziehbar nach einer Nacht. Das heißt, wir essen zum Frühstück nur leicht ein Brot. Und gegrilltes, was auch immer das ist. Es ist grün. Ein kleines bisschen Hunger haben wir noch, aber wir sollten es nicht übertreiben. Gut, dann verabschieden wir uns von unserem Zimmer und machen uns auf in Richtung Gemischtwarenhändler, um da ein wenig von unserem Krams loszuwerden, also die Zähne und Häute und dergleichen. Wobei eher die Zähne. Die Häute sollten wir behalten. Und dann gucken wir auch nach einem Zelt. Das stimmt. Oh, wir sind ein bisschen früher aufgestanden. Ja. Na gut, nutzen wir den frühen Morgen. Schlagen etwas Holz, damit wir, wenn wir später irgendeinen Platz finden, wo wir denn die kommende Nacht verbringen, nicht Stunden damit verbringen müssen, Feuerholz zu suchen. Das klingt soweit auch ganz gut. Also Gemischtwarenhändler, dann wieder in Richtung Gebirge. Also da, wo wir sowohl den Säbelzahntiger gefunden haben, als auch den Hirsch erlegt haben. Das müsste Richtung Norden sein. Ja, da schauen wir uns weiter um. Es scheint hier eine recht angenehme Ecke zu sein. Die Wölfe waren Überraschung, ja. Aber Markus ist sich einigermaßen zuversichtlich, dass er so eine kleine Gruppe von Wölfe auch nochmal schaffen würde. Wobei der eine Treffer wirklich doch sehr glücklich war von ihm. Also der zweite. Der erste war nicht sonderlich schwer. Da stand der Wolf still und Markus konnte sich richtig schön Zeit nehmen für Zielen. Aber der zweite, das war mehr Glück als Verstand. So, das hier noch. Dann soll es auch langsam reichen. Hm? Ja. Hat jetzt aber auch nicht allzu lange gedauert. Was könnten wir noch innerhalb der Stadt machen? Wir könnten irgendwo einbrechen. Aber nein, 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 nein. Viel zu gefährlich. Oder viel zu sinnlos. Was uns aufgefallen ist, ist, dass hier in der Stadt öfter so eine Symbole ins Holz geritzt sind. Wir könnten versuchen, da einen Sinn draus zu machen. Also hier bei dem Haus zum Beispiel haben wir einen Kreis mit einem Viereck und sonst nichts. Aber hier bei dieser Taverne, war es bei dieser Taverne oder bei der anderen? Gucken wir einfach mal. Nee, hier ist nichts. Dann war es bei der anderen Taverne, wo wir geschlafen haben immer. Da war ein Kreis mit einem Viereck und drei Strichen oder vier Strichen. Irgendwo in der Richtung. Da ist auch was. Kreis, Viereck und fünf Striche. Und es ist Alchemist. Kreis, Viereck, fünf Striche. Das ist der Gemischtwarenhändler. Also deutet das vielleicht an, von der Diebesgilde irgendwelche Zeichen, dass das hier lohnende Ziele sind. Was aber auch sinnvoll ist, weil es Geschäfte sind. Hier sind auch fünf Striche. Was könnte sich lohnen, hier drin zu stehlen? Oh, hier würde es sich lohnen zu stehlen. Aber deswegen stehst auch genau du da, wo du stehst, hä? Ja. Wir gehen mal wieder hier rein. Und wir gucken uns einfach ein wenig unverfänglich hier drin um. Also da sehen wir schon einen Geldbeutel, aber das ist sehr auffällig. Hier ist die Küche. Aber nee. Also es mag sein, dass es sich lohnt, hier zu stehlen. Aber da muss man schon ein sehr geschickter Dieb sein. Und das sind wir nicht. Weil wenn wir jetzt einfach hier in die Tür reingehen und gucken, was dahinter ist und von da irgendwas mitnehmen, dann werden die sehen. Aha. Der Imperiale ist da reingegangen. Und eine Stunde später fehlte da was. Genauso wie bei unserem Zimmer. Wir könnten auch den Käse hier. Oh. Anscheinend dürfen wir den Käse jetzt mitnehmen. Gut. Das gönnen wir uns dann als
langen Zeitgast. Aber ja, wir könnten eine andere Sache hier mitgehen lassen, aber dann wüssten die auf jeden Fall, dass wir das gestohlen haben. Nicht ernsthaft. Jetzt, wo wir das Zimmer nicht brauchen, ist keiner da. Ach, was ist das? On the day of your death, we will drink and we'll sing. Na gut. Also man könnte was stehlen, aber wir nicht. Und wir haben wenigstens noch eine Flasche Wein und ein bisschen Käse abgegriffen. Wir könnten uns oben auch nochmal umgucken, ob wir da irgendwo von dieser Markierung welche sehen. Also vielleicht ein Kreis mit einem Viereck und einem Strich oder so, was denn leichte Beute und nicht so viel Wert andeutet. Hier ist wieder leer. Das heißt leer. Nichts zu holen? Du schon wieder. Ja, du sagst nicht viel. Gucken wir doch mal hier rein. Wir haben noch ein paar Stunden, die wir betreiben müssen, bis der Gemischtwarenhändler endlich aufmacht. Also gucken wir mal hier rein. Na nun? Was zur Hölle macht ihr da? Die prügeln sich? Schnappt sich eine Waffe? Nein, sie hat ihre Waffe weggesteckt in den Halter da. Was? Das ist ein sehr komischer Ort hier. Hallo? Pay attention, you could learn something. Wer führt euch an? In charge of what? I'm in charge of me and you're in charge of you. If you're looking to join up, Kodlak's the one to be talking to. Wer seid ihr? We're the best damn fighters in Skyrim. At least some of us are. Die Companions, huh? Warum bist du den Companions beigetreten? A man of my station has many debts. I'm not much use of labor or learning, but I can throw a punch with the best of them. The companions let me fight for gold, so I fight. Also ein Mercenary. Was uns daran erinnert, dass wir noch die Bounty haben. Aber die sehen hier alle wesentlich fitter und stärker aus als wir. Also sollten wir das gar nicht versuchen, hier mitzumachen. Jedenfalls vorerst nicht. Psst. Gleich zum Früchtekuchen, ne? Gut. Also hier können wir uns später umsehen. Jetzt macht es nicht wirklich viel Sinn. Also wir gehen raus, wir lehnen uns mal hier an den Pfosten. Oh, was bist du für ein Zeichen? Dreieck im Strich durch und einen Kreis drunter. Das schreiben wir mal kurz in unser Journal, bevor wir das heute Abend wieder vergessen. Neu. Komische Symbole an den Häusern in Whiterun. Dass wir uns da bei Zeiten mal drum kümmern, falls wir irgendwo einen Vertreter der Diebesgilde mal finden. Dass wir ihn eventuell überzeugen könnten, uns zu verraten, was es mit den Symbolen auf sich hat. Jetzt aber erstmal diese Notiz, die wir bekommen haben. Da. Im Auftrag von Balgruuf the Greater, das ist der Jarl von hier, von Whiterun. Die Banditen bei Halted Stream Camp haben Bewohner angegriffen und belästigt. Es wird eine Belohnung geben, wer dessen Anführer tötet. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht mal, einen Banditen zu töten. Also wir haben es geschafft, einen Dieb zu töten. Sehr, sehr knapp. Ein ganzes Lager voll von denen, plus deren Anführer, das wird nichts. Aber das läuft bestimmt nicht weg. Die Stadtwachen scheinen sich da nicht drum zu kümmern. Die haben andere Sachen zu suchen. Nämlich die Stormcloaks. Das heißt, bei Zeiten können wir uns um kümmern. So, und ist jetzt vielleicht mal der Gemischtwarenhändler da? Denke nicht. Die Stände sind immer noch alle leer. Ist zu. Na gut, dann machen wir es wie ihr. Wir lehnen uns hier an den Pfosten und warten einfach eine Weile.
jetzt da. Und elende Langschläfer. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. Möchtest du noch so einen Kopf kaufen? Wir hätten da einen im Angebot. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Und wir haben Hunger. Lass dich nicht davon irritieren. Wir wollen trotzdem Geschäfte machen. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Wir haben zum Verkaufen. Die Zähne will er nicht haben. Das verbrannte Fleisch will er auch nicht haben. Das Fell würde er ein Septim für geben. Die Augen könnten wir loswerden. Ja, verkauft die Augen. Den Edelstein will er auch haben, natürlich. Gut, das Geweih nimmt er für 4. Das verkaufen wir auf jeden Fall. Lavender auch. Den Wolfspelz würde er kaufen für 2. Aber den behalten wir auch lieber, um daraus eventuell eine Decke oder einen Umhang oder dergleichen zu machen. Das war's jetzt schon. Sehr, sehr schade. Hast du ein Zelt vielleicht? Boah, hast du überteuerte Preise. 154 Septim. Dafür könnten wir nicht mehr... Naja, wenn wir die Kräuter verkaufen würden, die da... Das wäre schon fast genug. Was ist, wenn die jetzt für irgendwas ganz Wichtiges sind? Dann würden wir sie nicht an jeder Ecke finden. Na gut, wir verkaufen sie. Was soll's. Das werden wir wahrscheinlich bereuen später, aber jetzt ist jetzt. Wir hätten gerne das kleine Zelt. Small Tent. Dankeschön. Rucksack hätten wir auch gerne, aber 192 Septim. Ah. Do come back. Ja, werden wir wahrscheinlich. Werden dich glücklich machen mit den riesen Gewinnspannen, die du bei uns erzielst. So, jetzt aber raus. Raus aus dieser korrupten Stadt, bei der es sich nur um Geld dreht. Und raus in die Wildnis. Dann suchen wir uns irgendwo eine ruhige Stelle. Bauen da das Zelt auf. Bereiten schon mal ein Lagerfeuer vor. Gucken, ob das mit dieser Markierung funktioniert. Und dann machen wir uns dran, unsere Bogenschutzkünste zu verbessern und schleichen und dergleichen, dass wir es dann auch irgendwann mal schaffen könnten, so ein Banditenlager zu überfallen. Wobei, wie viele Pfeile haben wir? Ja, nur noch 16 Stück. Das könnte auch noch knapp werden. Also eventuell sollten wir uns auch demnächst mit dem Schmieden auseinandersetzen. Mit der Schmiedin wollten wir eh nochmal sprechen. Das heißt, wir sollten unser Lager nicht allzu weit von der Stadt wegmachen. Und von ihr dann vielleicht so ein paar Handgriffe lernen, wie wir eigene Pfeile herstellen könnten. Das dürfte sehr geldsparend sein. White Run Stables sind wir. Ja, ein Pferd, nein. Pferde stehlen wir, die kaufen wir nicht. Jedenfalls vorerst. Wo wäre eigentlich der reguläre Weg dahin, wo wir eben gerade waren? Das wäre die Straße hier lang, ne? Und dann irgendwann rechts. Farm. Sobald wir unser Zelt aufgebaut haben, könnten wir auch mal einen Tag lang den Flusslauf hier folgen. Ein paar Mudcrabs jagen. Und gucken, was in der Richtung noch so alles liegt. Eigentlich müssten wir da langsam hoch. Gibt es hier keinen Weg hoch? Könnte natürlich auch sein. Vielleicht führt da nirgendwo ein Weg hin. Was haben wir hier? Honning Brew Meadery. Oh, Honigmet. Yum, yum, yum. Aber da haben wir nicht wirklich das Geld für. Leid. Scheint eine Kreuzung zu sein. Also das wäre an White Run vorbei. Das wäre nach White Run. Ja. Ganz viele weit entfernte Ziele, wo wir nicht unbedingt hinwollen. Und das hier. Das müsste dann die Straße sein Richtung Norden. Gucken, was unser Richtungssinn sagt. Wir gucken nach Süden. So viel nach zu der Idee, die wir hatten, dass es im Norden lag. Also nein, da ist Süden. Gut.
Weil auf der anderen Flussseite, da sollten wir unsere Ruhe haben. Weil der Weg wird wahrscheinlich hier auf der rechten Seite im Flusslauf folgen. Wenn wir irgendwie auf die andere Seite kommen, dürfte uns dann niemand behelligen. Was bist du für einer? Nimmst du unseren Reh auseinander? Du hast deine Kuh tätowiert und angemalt. Wer bist du? I'd stay away if I were you. Warum? I'm on my way to a giant camp, and I can't guarantee those beasts won't think you're part of the offering. Keep your distance, and you shouldn't have anything to worry about. Ist das eine Opfergabe? Brauchst du dabei vielleicht Hilfe und würdest mich dafür bezahlen? I have everything under control. Thanks for offering. Viel Glück. Thanks. You take care of yourself now. Arme Kuh. Und ihr macht Opfergaben an die Riesen? Sehr interessant. Achso, ja, hier ist unser Reh. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Richtung und gucken, ob wir da irgendwo einen Weg finden über den Fluss. Und auf der anderen Flussseite schlagen wir unser Zelt auf. Da haben wir eine Quelle zu Wasser. Ist da drüben was? Wir haben eine Wasserquelle in der Nähe. Wir haben es relativ nah an die Stadt, aber das wäre hier zu gefährlich, rüber zu gehen. Ja, definitiv. Okay. Folgen wir dem Weg noch ein wenig weiter. Da oben. Oh. Toter Hase. Du kommst mit. Sehr gut, dass überall tote Tiere rumliegen. Oh. Erstmal Schwert, ja. Da ist ein Mudcrab. Oh. 4. 4 Mudcrabs. Sogar ein paar etwas größere. Bei. Fuselwusel. Ja, die sind schön langsam. Das klappt. Das klappt super. Weg mit euch. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt zwei... Da war gerade noch mehr Geklapper von noch mehr Mudcrabs. Wir könnten jetzt also 2 Tage damit verbringen, die ganzen Mudcrabs auseinanderzunehmen. Wie viel Gewicht können wir noch tragen? Fast gar nichts.